Das Weltwirtschaftsforum, das im Mai in Davos abgehalten wurde, stand unter dem diesjährigen Motto »Geschichte an einem Wendepunkt« und bei seiner Eröffnungsrede sagte WEF-Gründer Klaus Schwab: »The future is not just happening. The future is built by us, by a powerful community as you here in this room. We have the means to improve the states of the world.« Der Krieg in der Ukraine sei ein solcher Wendepunkt und stelle das System auf den Kopf, sagte Schwab. Daneben gäbe es andere wichtige Themen, die dringend angegangen werden müssten, wie aktuell die hohe Inflation oder der Klimawandel. Die Probleme könnten nur gemeinsam gelöst werden. Eine dieser Verbesserungen ist folgende: individueller CO2-Fußabdruck-Tracker. Auf dem WEF in 2022 in Davos kündigte der Präsident der Alibaba Group an, dass die Plattform einen individuellen CO2-Fußabdruck-Tracker einführen wird. G. Michael Evans, Präsident der Alibaba Group, kündigte an, dass die chinesische multinationale E-Commerce-Plattform bald CO2-Fußabdruck-Tracker einführen werde, um das Einkaufs- und Reiseverhalten der Menschen zu ändern. We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Man will also jeden Schritt, den man macht, kontrollieren, und nennen tut man das dann CO2-Fußabdruck. If it comes 10 years from now, we should have far, far better diagnostic technology. That is, be able to scale up every country within a month to diagnose their entire population. We're a little distracted right now, so getting the debate going is happening slowly. We need to accept that there will be some pain in the process. The pace that we need will open up for missteps. It will open up for shortages on energy. It will create inflationary pressures, and maybe we need to start talking about that, that pain is actually worth. Wir befinden uns also in einem Prozess der Veränderungen, der zwar nicht frei von Fehltritten sein wird, jedoch wird es den Schmerz, den diese Veränderung mit sich bringt, wert sein, um eben die Welt zu ihrem Wohle zu verbessern. And they used to call people who talked about one world government, they used to say, oh, it's a conspiracy. We would always say, no, it's in their mission statement. They say it at every meeting. That's what they're for. But lack of sovereignty means lack of freedom, and it means lack of responsiveness, and it's completely antithetical to everything our country stands for. Yeah, privacy is not much of a concern for these kind of people. So not only do they want to track you for your carbon footprint, the WHO has announced, you know, they're forming a treaty, and it's going to be this treaty for the next pandemic. But in the next pandemic, it's not going to be a Washington-based mandate on vaccines or a Washington-based social distancing or mask. It's going to be an international one, and they actually want to track everybody with a QRS code. Eine digitale Kontrolle scheint also die Richtung zu sein, in die wir hineinsteuern. Ganz nach dem Modell Chinas. Und wie kontrolliert man Menschen am besten? Digitales Bargeld. Auf den Bahamas gibt es jetzt den Cent-Dollar. Die Inselgruppe ist das erste Land der Welt, das digitales Bargeld bekommt. Die Europäische Zentralbank kündigte an, dass 2026 dann der digitale Euro kommen soll. Andere Länder experimentieren schon seit Jahren mit digitalem Bargeld. Indien beispielsweise ist nun dabei, schrittweise eine digitale Rupie einzuführen. Was vor ein paar Jahren noch wie eine Verschwörung klang, ist nun dabei, Realität zu werden. You might not be aware, but the abolition of democracy by the global elites continues. On March 3rd, the EU Commission was authorized by the Council to renegotiate the treaty with the World Health Organization on behalf of the member states. Under the guise of improving global pandemic response, the plan is to allow the WHO to seize executive governance powers of the member states in a case of a pandemic. Auch darüber sprach ich bereits in einem vorherigen Video.
Nach was hört sich das alles an, wenn man es im Lichte der Prophetie betrachtet? What about the United States? Will we be moving to anything like this? Well, as a matter of fact, I have here the Federal Reserve just issued this last month. Mm-hmm. It's called the Money and Payments, the U.S. Dollar in an Age of Digital Transformation. As you can see, it's not short. The U.S. is moving this direction. It's not going to happen right away, but we are moving in that direction. Real quick, don't want to sound alarmist. This sounds like end time stuff, is it? It is. Mm. And I'm the last person to get second coming fever. But in the book of Revelation, we see these verses in Revelation 13. The beast, also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hands or on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast or the number of its name. So the idea is there that with government control of digital currency, if they take you out of the system, you're gone. Ergibt das Sinn? Damit man Menschen daran hindern kann, zu kaufen und verkaufen, wie es uns die Bibel sagt, braucht es eine vom Staat eingeführte digitale Währung, durch die man seine Bürger dann kontrollieren kann. Und man so dann auch deinen CO2-Fußabdruck besser unter Kontrolle hat, so wie es der Chef der Alibaba Group sagte. Und man genau weiß, wohin man geht, was man gemacht hat und wie viel CO2 du dabei verbraucht hast. Wenn dann vielleicht dein Monatslimit schon aufgebraucht sein wird, wirst du gewisse Dinge, die mit deinem CO2-Fußabdruck zu tun haben, nicht mehr tun können. Mit einer digitalen Währung ist es dann auch möglich, dich davon abzuhalten, etwas zu kaufen oder verkaufen. Meine Lieben, wir steuern direkt in diese neue Weltordnung hinein und wir befinden uns mittendrin. Alles, wofür die Reformation gekämpft hat und christliche Werte mal gestanden sind und den Segen, den protestantische Länder wegen ihres Glaubens hatten, ist dabei, rückgängig gemacht zu werden. Heute geht es nur noch darum, stolz zu sein. Den Juni missbraucht man zum Pride-Monat. Der Pride-Monat steht für Stolz. Doch die Bibel hat uns etwas zu sagen über Stolz. Denn Stolz kommt vor dem Zusammenbruch und Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn jemand auf etwas stolz sein möchte, dann soll er auf das stolz sein, was Gott für ihn getan hat. Aber die Welt feiert nicht Gott, sie feiert sich selbst, ihren eigenen Stolz. Und über die Folgen müssen wir uns dann auch nicht wundern. Jesus sagte seinen Jüngern, wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging, und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Und wir wissen auch, dass am Ende diejenigen dafür verantwortlich gemacht werden, über diese Erde Unheil gebracht zu haben, die Gott mehr feiern als sich selbst und diese Welt. Die Welt meint, sie sei fortschrittlich und modern, wie nie zuvor, doch in Wirklichkeit befindet sie sich im Rückwärtsgang. Torres warns that the EU's new digital ID is the next step in a process in which the government in Brussels will micromanage every aspect of people's lives. This is what makes the difference between a tyranny and democracy. When you know everything about what your government does, that's democracy. When the government knows everything about you, that is tyranny.